Ich sitze hier mit dem Musa, Deutscher, sieht man ja, nicht zu übersehen. Der ist 18 Jahre alt. Alhamdulillah, Allah hat ihn ungefähr vor einem Jahr auf den wahren Weg geführt. Musa, Bruder im Islam. Wie war deine erste Begegnung mit dem Islam? Also früher, wo ich noch nicht mit dem Bruder was zu tun hatte, durch den ich zum ersten Mal richtig vom Islam gehört habe, habe ich nur schlecht über Islam gedacht. Also Frauenunterdrückung und Terrorismus, was man halt so in den Medien Ja, hört. ist Islam denn nicht so? Islam ist auf keinen Fall so. Islam ist das genaue Gegenteil. Also Islam ist Friede, Brüderlichkeit und also Der nur perfekte schön, Weg. ja, auf jeden Fall. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, du hast gesagt, dann hattest du, also das war deine Meinung früher vom Islam. Ja. Dann hast du einen Bruder, also einen Muslim Ja. kennengelernt. Wie ist es zu diesem Kontakt Also ich gekommen? kenne ihn schon ziemlich lange, so 11, 12 Jahre, und er hat eigentlich nie praktiziert. Und War bestimmt ein Marokkaner, ne? ja, Ach, und der da hinten. der hat nie praktiziert, ja. Und dann hat er irgendwann angefangen zu praktizieren. Also der war in Marokko gewesen, hat dann angefangen zu beten. Und dann hat er ungefähr ein Jahr praktiziert und dann haben wir uns irgendwie getroffen. Also Allah hat uns zusammengebracht und dann haben wir nur über Gott geredet Bismillah. eigentlich. Wir haben nur über Gott geredet und dann irgendwann, dann haben wir so angefangen, so über Religion zu reden und so. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Das, was mich beeindruckt hat, war, dass der Islam an alle Propheten glaubt, also auch an Jesus, dass wir Jesus, also Isa a.s., lieben müssen. Und was mich auch beeindruckt hat, war, als ich das erste Mal in der Moschee war, diese Brüderlichkeit im Islam und jeder kommt auf dich zu und keiner ist irgendwie genervt oder so. Und also genau das Gegenteil. Also, sie sind cool drauf, Ja, die auf jeden Leute. Fall. Alhamdulillah. Das ist sehr gut. Ja, und wenn du jetzt im Nachhinein guckst und du hast jetzt zum Beispiel Diskussionen mit Christen, was würdest du sagen, wäre für dich also der Punkt, oder auch mit Buddhisten ist egal, wo du sagen würdest, also, wenn du jetzt Islam vor dir liegen hättest und hättest Christen vor dir liegen, was wäre jetzt der Punkt, wo du sagen würdest, wenn ich jetzt auf die Welt kommen würde, ich würde auf jeden Fall Islam nehmen? Was wäre so diese Haupt. Ja, das Allerwichtigste natürlich Tauhid. Die Also Einzigkeit Gottes. Islam ist die einzigste Religion, die nur zu einem Gott beten und die also nur an einen Gott glauben und ihm nichts beigesellen. Ja, Das ist okay, das aber ich Wichtigste. meine, die Christen sagen ja auch, sie glauben an einen Ja, Gott, aber an mit Jesus drei in Christus. eins und so. Aber ich weiß also auf jeden Fall auch die Brüderlichkeit, viele Sachen, aber das Wichtigste auf jeden Fall Tauhid. Also die Einzigkeit Gottes, Ja. dass Gott, also Tauhid bedeutet also, dass man nur Gott alleine anbetet, dass Gott der, also das, was er gesagt hat, Tauhid, dass Gott der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher des Universums ist und dass Gott nicht mit negativen oder minderwertigen Eigenschaften beschrieben wird. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall der Punkt. So, dann wie, und jetzt, sagen wir mal, du bist ja 18 Jahre alt, normalerweise in deinem Alter, da sind die Leute ja gerade, die kommen besoffen vom Wochenende nach Hause. Und die denken ja, sie wären glücklich. Und die denken, wenn jemand jetzt so lebt wie du, dass, ja, sagen wir mal, dass er betet und nicht irgendwelche schlechten Sachen macht, die denken ja, der wäre unglücklich. Bist du Ja. unglücklich jetzt? Auf gar keinen Fall, ich bin sehr glücklich und so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Und ich kann nur sagen, also, das ist ungefähr so: man kommt auf diese Welt und sucht irgendwas, aber man weiß nicht, was man sucht. Und man kann nicht glücklich sein, wenn man keinen Sinn im Leben hat und wenn man nicht weiß, wohin man geht. Und erst wenn man den Islam findet oder überhaupt den Glauben an Gott findet, dann kann man erst glücklich sein, wenn man weiß, wohin es geht und woher man kommt. Alhamdulillah. Was war, sagen wir mal, als du die Shahada gesagt hast, ja, ungefähr vor einem Jahr, wie hast du dich da gefühlt? Auf jeden Fall Erleichterung. Alhamdulillah. Gab es sonst noch irgendwelche ausschlaggebenden Punkte oder so, was dich sonst noch überzeugt hat? Du hast gesagt, diese Universalität, dass man an alle Propheten glaubt, diese Logik vom Glauben an den einen Gott. Gab es noch irgendwelche Punkte, die dir jetzt spontan einfallen? Ja, so vielleicht ein paar Ayats oder so. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel: Und wenn dieser Koran nicht wahrhaftig wäre, dann würdet ihr gewiss Widersprüche oder Fehler darin finden. Und keiner findet irgendwelche Fehler darin. Oder zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr wahrhaftig seid, dann bringt nur eine Sure gleicher Art hervor. Und das schafft keiner. Also, dass Allah die Menschen herausfordert Ja. im Koran, ja. Ja. Ja, das ist schwer vorstellbar, dass wenn ein Buch vom Satan wäre, dass der Satan sagt, ja, wenn ihr das schafft, dann ist das Buch doch nicht von Gott, ne? Das wäre sehr komisch. Ja. Wie hat deine Umgebung darauf reagiert? Deine Eltern, wissen die schon Bescheid Ja, oder willst du dich noch ja. verstecken? Ne, die wissen schon Bescheid. Also, ja, manche Leute halt,
machen sich lustig oder manche sind auch interessiert daran, aber spätestens wenn man mit jedem diskutiert, so, dann kann keiner mehr was sagen. Also du meinst eine Diskussion, die haben keine Argumente. Ja. Und manche machen sich lustiger, ist ja, was Allah sagt. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yattaqun. Diejenigen, also die verbrecherlich handeln, also die nicht glauben und so, die werden über diejenigen, die glauben, lachen. Deswegen, Alhamdulillah, ist ein gutes Zeichen für uns. Willst du noch irgendetwas, ein Statement loswerden für die Also Leute die in wichtigste Deutschland? Botschaft, ja, so an Nicht-Muslime, derjenige, der nach der Wahrheit sucht, soll einfach nur Gott fragen selber und wer wahrhaftig ist und aufrichtig fragt, der wird auf jeden Fall eine Antwort bekommen.